Grüß Gott und ganz herzlich willkommen beim bunten Kulturschaufenster von Flott TV aus Günzburg mit Kunst und Kultur aus der Heimat für die Heimat und heute mit folgenden Themen. Erstens, kurz beleuchtet, kurz gefasst, Kunstpreis der Stadt Krumbach, Kreis Günzburg mit 5. Jahresausstellung des Krumbacher Kultvereins. Zweitens, zum 85. Geburtstag des Kunstschaffenden Helmut Breik mit Werksschau im Kulturgewächshaus Birkenried, Kreis Dillingen. Drittens, Sex aber mit Vergnügen, eine Komödie aus Italien im August-Theater Neu-Ulm und viertens, Gala der Religionen beim internationalen Festival Musica Sacra im Festspielhaus Füssen. Gute Unterhaltung mit edlen Bieren wünscht die Schlossbrauerei Autenried, dem Guten verpflichtet seit 1650. Im Mittelschwäbischen Heimatmuseum Krumbach, Kreis Günzburg, wird bis 22. Juni die 5. Jahresausstellung des Krumbacher Kultvereins gezeigt. Bei der Vernissage übergab der neue Bürgermeister Hubert Fischer den mit 5.000 Euro dotierten Kunstpreis der Stadt an Monika Klaus für ihr Werk im Aufbau. Es ist eines von 58 Exponaten, die aus 165 eingereichten Arbeiten für diese Ausstellung auserkoren wurden. Die Gemälde, Grafiken, Fotografien, Collagen und Skulpturen, die für Beträge zwischen 110 und 5.000 Euro käuflich sind, widerspiegeln das Kunstschaffen der Region und darüber hinaus. Anlässlich des 85. Geburtstags des vielseitigen, surrealistischen Künstlers Helmut Breik zeigt das Kulturgewächshaus Birkenried, Kreis Dillingen eine große, repräsentative Werksschau. Sie ist eine der größten und umfassendsten Ausstellungen des aus Gingen an der Brenz in Nordwürttemberg stammenden Malers, Bildhauers, Designers und Filmemachers. Was hier an der Bundesstraße 10 zwischen Günzburg und Gundelfingen im Skulpturenpark und den Galerien zu sehen ist, hat hohe Originalität. Es sind über 100 Zeichnungen, Gemälde, Grafiken, Installationen und Skulpturen aus seinem kreativen Schaffen seit 1946 bis in die Gegenwart. Ein Großteil seiner Werke lebt von surrealer Erotik, denen er seine Kriegsbilder entgegensetzt. So geißelt er politische Intoleranz und Verquerung. Ich erinnere mich an Kollegen, das ist der George Gross, das ist der Schiele, die alle so um die Jahrhundertwende herum vor den Kadi geladen worden sind, die zum Teil eingesperrt worden sind, weil sie erotische Motive dargestellt haben. Und da ist das also dieses Ding ja also fast bescheiden dagegen, schon von der Größe. 3-4 Mal größer als eine Briefmarke. Ich habe noch etwa 1000 oder 1200 Entwurfskizzen, die man alle noch in Gemälden verewigen kann oder Skulpturen machen. Ich hoffe nur, dass meine Kraft noch ausreicht, wenigstens noch ein bisschen davon zu machen. Ne? Ich habe, mir fällt jetzt gerade so ein Spruch ein, das Leben ist so kurz, dass es sich gar nicht lohnt, es erst anzufangen. Unter anderem ließ Breik auch seine international preisgekrönten Trickfilmwerke Romanze in Müll und Der Ameisenkrieg Revue passieren. Was man hier sieht bei dieser Ausstellung, das sind Werke, die so 5 bis 10 bis 20 Jahre zurückliegen. Alles andere, was ich bis dahin fabriziert habe, das ist ja in alle Welt verstreut. Die junge Nachwuchssängerin Sandra Kotzlik sorgte für anmutig-musikalische Umrahmung der Vernissage, die einen tiefen Einblick gab in das erfüllte Leben und Wirken des großen Meisters, der lange Zeit auch Chefdesigner einer weltbekannten Plüschtierfabrik war. Das Fundament seines künstlerischen Schaffens bildeten unter anderem sein Studium an der Kunstgewerbeschule und der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Seine Kreationen sind jenseits irgendwelcher Vorbilder von unbeirrter Eigenständigkeit und Fantasie. Die Ausstellung
endet am 31. August. In the morning, fever all through the night. Fever. In the evening, fever makes me feel alright. Jährlich sterben Kinder bei uns in Deutschland, weil sie unheilbar krank sind. Stiftung Kinderhospiz Bärenherz. Wir helfen den Kindern und ihren Familien. Das bunte Kulturschaufenster von Flott TV in Günzburg berichtet aus der Heimat für die Heimat. Jeden letzten Samstag im Monat um 19.30 Uhr per Kabelkanal 9 und Sonntag 23.14 Uhr ebenfalls per Kabel und zeitgleich bei Lokalsat auf Astra Digital. Die Donaulichtspiele, das Nobelkino des Landkreises Günzburg, befindet sich in Offingen. Das beliebte, renommierte Filmtheater mit seinem mehrfach staatlich prämierten Jahresfilmprogramm und der angenehmen Atmosphäre erwartet auch Sie und Tante Emma. Seit 1989 findet hier alljährlich ein Minifilmfestival statt, die Offinger Filmtage, mit originellen Ideen und Inhalten. In der Altstadt von Günzburg, gleich neben dem Kuhturm, steht das Gunzia Stadttheater. Das Kino der exquisiten Filme mit dem besonderen Flair. Hier fühlt man sich wohl, wenn man den hektischen Trubel der Multiplexe nicht mag und eher Gediegenheit sucht. Dass auch hier die Zeit nicht stehen geblieben ist, beweisen modernste Kinotechnik und Ausstattung sowie ein gastliches Foyer mit kunstvoller Deckenmalerei. Im Augusttheater hatte wieder eine sehr erfolgversprechende Komödie Premiere. Sex, aber mit Vergnügen heißt das Stück, das die Co-Intendantin Claudia Riese inszenierte und darin auch die Hauptrolle spielt. Auf die Dicken! Alles dreht sich hier um Liebesglück und wie es erreicht werden kann. Das Stück der beiden italienischen Theaterautoren Franca Rame und Dario Fo wurde in Italien für Jugendliche unter 18 Jahren verboten. Claudia Riese kann darin in einem hinreißenden Solo mit frechen und kessen Tiraden brillieren und sich dabei schauspielerisch austoben. Ja, dieses Wort allein, weißt du? Ja, ich meine, genau so geht's doch eigentlich jedem, wenn man nicht wüsste, was dieses Wort heißt. Man käme nie drauf. Yes! Helps to build up the nation. Sex doesn't care about our survey. It teaches cooperation in a friendly, good neighborly way. Sex is a wonderful habit. Okay, Tom, ist okay, ich rufe dann wieder. Weißt du, immer wenn ich dieses Lied singe, also weißt du, wer bringt uns denn eigentlich bei, unsere Liebesbeziehung immer wieder neu und lebendig und jung und frisch unsere? Und Mann oder Frau, nicht unsere, deine, meine. Aha. Jede Liebesbeziehung, wer bringt uns denn eigentlich bei, die immer wieder neu und jung zu halten, ne? Kein Mensch. Und die bereits Entjungferten, die tun ihr Übriges dazu, nicht? Die freuen sich dann so, dass sie es hinter sich haben. Passt bloß auf, wenn der dann mit seinem Presslufthammer dein Brötchen durchstößt. Ja, als ob es eine Mauer wäre. Ja, alles Quatsch. Also wenn das ein bisschen mit Liebe geschieht, nicht? Dann kann das womöglich für beide ein ganz